Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Green Hell in unserem schönen neuen großen Haus. Halt, sage ich mal. Neu ist es ja auch nicht, ja, eigentlich schon uralt. Wir sind mittlerweile, ich habe mal nachgeguckt, wenn ihr das hier sehen wollt, 48 Tage im Dschungel am Überleben. Das ist schon hart, muss ich sagen. Schon einiges. Wir haben auch schon einiges gebaut gekriegt. Finde ich wunderbar. Fehlen tut uns noch. Da muss ich nochmal nachgucken. Es fehlt eigentlich nicht mehr viel. Wir haben die beiden Pfeilen gemacht, die ich gleich mal nachgucken werde, ob die schon aktiviert worden sind. Ich habe halt das Bett gebaut. Das sowieso. Das ist ja auch schon fertig hier. Den habe ich jetzt nicht gebaut, weil wir brauchen sowas eigentlich nicht hier. Waffenstände habe ich gebaut. Die habe ich dann nicht. Das habe ich gebaut, aber das noch nicht. Könnte ich eigentlich auch mal bauen. Ah ne, ist ja halt der kleiner Stock, ne? Alter kleiner Stock. Eigentlich müsste ich den ja hier hinbauen, aber hier brauche ich den ja eh nicht. Also, wo baue ich die hin? Ich habe so eine ganz kacke Idee. Da werde ich wahrscheinlich nicht drankommen, im Leben nicht. So. Wir haben natürlich kein Seil, war ja klar, ne? Irgendwas muss ja immer fehlen. Komm, nehmen wir noch ein drittes Seil dazu. So. Das war das für diese hier. Alles klar. YouTube. Was fehlt uns noch? Für den großen Baum fehlt uns noch. Tagebuch. Einen großen Stammhalter hier, genau, den riesen Ding hier, wo sich das hinstellen soll, weiß ich allerdings nicht. Ich könnte das Ganze hier hinten hinbauen. Warte mal, muss ich erstmal das, nein, das, genau. Aber zwei Stämme haben wir hier schon mal liegen. Hier haben wir natürlich 8, ach so, Maximum nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Einen. Dann haben wir noch einen über. So, ich brauche mal wieder Seile, weil ich ja nur die drei Stück geholt habe. Also mopse ich mir mal von dem Baum hier. Fünf Seile. Oh, schon sind wir wieder fast voll. Nein, nicht essen. Verdammt. Okay, habe ich Glück gehabt. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ach. Geht man einmal den falschen Weg, ne? So. Können wir die nämlich auch direkt da rein tun. Das ist eigentlich gar nicht mal... Oh, upsa. Toll, das habe ich den dahinter geschmissen, oder was? Achso, der ist schon drin. Alles klar. Alles klar. Die kann ich eben kurz hier rausschmeißen. Wir brauchen die nicht. Nicht wirklich. Davon habe ich auch noch ein bisschen was. Das könnte ich auch mal wieder hier reinkloppen. Oh, nee, nicht das. So, was wir da reingetan haben, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das war ein Stück Metall. Haben wir noch was zum Bauen? Also hier haben wir alles durch. Die Fallen habe ich gebaut. Ja, okay, die habe ich jetzt nicht gebaut, die beiden, weil, ne? Ich weiß gar nicht mal, wo ich die eine Falle hingebaut habe hier. Die hier. Keine Ahnung mehr, weiß ich nicht mehr. Bogenfalle habe ich auch gebaut. Irgendwas fehlt hier noch, ich weiß aber nicht was. Filter haben wir gebaut. Die haben wir gebaut. Alles sauber.
den ihr Lagerfeuergestell brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nein, brauchen wir nicht. Weg damit. Sonst haben wir alles. Bambusräuchergestell haben wir auch. Lagerfeuer ist ja klar. Trockengestell auch. Das auch. Das auch. Hier haben wir eigentlich auch alles. Ja, haben wir alles von denen. Ja, genau. Von denen hier haben wir hier von alles. Haben wir. Sowieso. Das haben wir zwar nicht gebaut, aber es ist eigentlich genau wie die anderen Wände. Ja, also haben wir eigentlich alles gebaut. Ne? Was es da noch zu machen gäbe, wären die Sachen hier aufwerten. Erhöhter Schaden, geringer Ausdauerverbrauch. Wenn ich jetzt mein Speerchen nehmen würde, den wir nicht mit haben. So. Ist das Obsidian? Ne, Metallspeer. Ich hätte gerne den Stabelspeer, den lasse ich. Komm, ich nehme einen Metallspeer mit. Ach, wir haben zwei Stammesperre. Ach so. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Wer ist denn besser im Schuss? 31% und 8%. Okay, dann weiß ich, wem ich hier lasse. Den guten hier, den schlechten mitnehmen, weil der ist gleich finito. Okay, kannst du auch eine Hand nehmen, danke. Und dann werde ich mal eben kurz unser Michelangelo benutzen. Also, nehme ich dich halt. Da ist er ja. Michelangelo, du musst mal eben misshandelt werden. Tut mir leid. Aber so übt man Sperre. Oh no. Jetzt ist er kaputt. You gotta be kidding me. Geht es aber mit Metallsperr? Schön drin bleiben. Also so könnt ihr euch natürlich jetzt tagelang mit den Sperren aufhalten. Und das Gute daran ist, so könnt ihr auch die Speer bauen. Natürlich auch gesagt, hier, ja, ist ja gut. Das Bauen verbessern. Komm, ich mach mal hier draus einen Speer. Genau. Habe ich noch Steine? Habe ich nicht. Ah, ich habe einen Obsidian. Ne, die wollte ich für... Obsidian wollte ich für... Hallo? Ja, jetzt bist du weg, du dumme Sau. So, ich habe keine Steine mehr. Ich brauche einen Stein, einen Freiwilligen bitte. Nein, lauf doch nicht weg. Flieg doch nicht weg. Ja, dahin würde ich jetzt nicht werfen. Toll. Und jetzt? Ich will abbrechen. Na gut, dann eben nicht. Dann brauchen wir es dazu. Sammeln. Nochmal. So, wir hoffen, dass gleich Michelangelo nicht abgehauen ist. Oh. Nein, hör auf. Gehen mal Seil bitte. Und Wunderbärchen. So, mal für Nachschub sorgen. So. Michelangelo, wo bist du? Du kannst leben bleiben. Jetzt ist er weg. Wo ist hier denn so schnell hingelatscht? Schildi.
Hat er Selbstmord begangen? Weil ich ihn so oft geschlagen habe. Tut mir leid. Na gut. Jetzt bin ich überladen, oder was? Unfassbar. Unfassbar. Was habe ich denn so schweres Bein? Nur die Steine, ne? Ich habe noch zwei Federn. Ich habe auch noch einen Metallklingenguss. So, hauen wir die Steine auch mal hier raus, ne? Brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Und die tue ich mal mit hier rein. Genauso wie logischerweise die hier. Und nehmen hier nochmal ein paar. Dürfte reichen. Sehr gut. Was sagt das Feuer? Da könnten wir eigentlich noch was draufhauen. Ich will da jetzt keine Asche für verbrauchen, ne? Oh. So, wunderbar. Köchelt alles schön vor sich hin. Haben wir hier noch was drauf liegen? Oder muss ich mal wieder auf Jagd gehen? Aber nichts mehr drauflegen. Habe ich so noch was zu essen in der Tisch? Oh ja, doch, okay, alles klar. Alles klar. Können jetzt aber mal ein Süppchen herstellen. Fällt mir gerade was so auf. Habe ich Wasser hier drin? Nein. So. Nochmal Feuer. Also falls euch noch was einfällt, was ich machen könnte, dann falls ich noch was ausprobieren sollte, was ihr vielleicht noch nicht gemacht habt oder noch nicht machen konntet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Also ich bin da für alles offen. Einmal rein und auch mal rein. So, Pilzsuppe und... Oh mein Gott. Gesundheit. Ach, das ist die Suppe. Ich wollte gerade sagen. Pilzsuppe ist lecker und bringt Kohlenhydrate. Und die bringt Proteine und Energie. Super. Den Pilz können wir zerstören. Brauchen wir nicht mehr, der ist tot. Und ausmachen. Super, was haben wir hier noch drin? Ja. Reicht. Die Larve tun wir eben hier rein. Ach stimmt, ich wollte oben nach der Falle mal eben gucken. Dann muss ich auch noch mal nachgucken, ne? Das Ach, Moment, ich hatte... Gib es hier nicht. Haben wir noch irgendwo einen Stab... Pappalapp! Pappalapp! Papp! Bisschen aufräumen hier. Ach toll, ich hoffe, das wäre der lange Ast gewesen. Super. Einmal umsonst hier reingeschmissen. Ach, guck mal, hier ist ein Durchgang. Und ein Bienennest. Oder Wespennest. Das kenne ich ja gar nicht hier, den... Wieso kenne ich das hier noch gar nicht? Nett.
Muss ich mal eben mitnehmen hier. Oh, hab ich getroffen. So, ich brauche ein paar Federn. Für unsere neuen Bögen. Für unseren Bogen halt, ne? Da ist noch einer, aber den will ich nicht. Gott. So, tun wir das Vogelfleisch da auch noch mit drauf. Das Pfauenfleisch hier, Pfauen-Dingsbums-Fleisch ist fertig. Hier hast du auch immer was zu tun. Grandios. Ich wollte den hier abmachen. War du weg. Du dran, bring die größeren Fische. Nein, lass mich da einfach mal waschen. Super. Ah, guck mal, unsere Freunde kommen direkt zum Essen. Essen ist fertig. Irgendwas wollte ich noch gucken. Ja, hier. Genau. Den hier. Läuft doch, wa? Die Metallproduktion läuft super. Ja. Tut mir leid, Frosch. Aber du gehörst jetzt zu unserer Räucherware. Unserer neuen Ansammlung von Räucherware. So. Brauchst du Holz? Nee, brauchst du nicht. Alles klar. So, wir haben jetzt fast 20 Minuten daran verbracht, hier das alles ein bisschen aufzuräumen und so was. Guck mal, selbst hier ist Holz gespawnt drin. Wir haben nicht geschlafen die ganze Folge, aber hier werden wir auch nicht viel gemacht, was Schlaf benötigen müsste. Und ja, wie gesagt, da wir jetzt ja alles gebaut haben, eigentlich weiß ich schon fast gar nicht mehr, was ich noch machen soll hier. Ich habe ja eigentlich alles. Fällt mir nur ein, dass ich noch wieso hat er den großen Stock jetzt genommen? Ich habe doch den genommen. Ich könnte eigentlich mal auf Eingeborenenjagd gehen. Und zwar wieder nur mit Bögen, damit ich die mal ein bisschen hier kann skillen kann, weißt du? Nee, sag bloß, es regnet. Nach der langen Trockenzeit endlich mal wieder Regen. Können wir die Dusche ausprobieren, ne? Das wäre mal ein Brüller. Ach, es regnet schon. Oh. Gut. Tatsächlich. Und nicht zu knapp, wa? Feuer brennt trotzdem, also merkt man daran, es läuft. Kann auch da fackeln. Das hier sowieso. Aber ich werde hier nochmal nachlegen. Ich glaube, ich muss hier doch mal so eine kleine Falle hinstellen. Läuft ja hier wahnsinnig gut wahrscheinlich, wie man hört.
Hallo? Wieso? Hallo? Warum die? Wo habe ich die? Da, ne? So, gleich mal die Dusche gucken. Ja, da brauchst du jetzt den kleinen Stock für. Willst du mich verarschen? Nein. So. Ah. Jetzt muss ich da hinten hin. Mann! Ach, Michelangelo! Guten Tag, einmal anklopfen. Warum gibt es hier eigentlich keine Seile? Oh, meine Nase läuft gerade wie ein Weltmeister hier. Hat die noch was vor? Also falls wir Knochen brauchen, hier liegen auch noch haufenweise rum. So. Ach stimmt, ich wollte gleich nochmal nach der Falle gucken da oben. Morgen! Die braucht wohl nicht so viel Kondition wie die anderen. Ich darf mal gucken, wie viel das genutzt hat. Die arme Schildkröte. Mann, das ist öffentliche Ruhestörung. Unglaublich, ich werde dabei sogar schmutzig. Muss mal drauf achten. Ich glaube, ich habe den Sound bei Green Hell ein bisschen zu laut. Ich mach's jetzt so lange, bis halt der Speer hier kaputt ist. Oder die Schildkröte. No. Super. Endlich geschafft. Was denn hier? Ach so! Hier habe ich die Falle hingetan. So, und was gibt es hier? Komm, tun wir die mal hin. So, mal gucken, ob da jemand reingeht. Reingeht. So, und da machen wir einmal auch die rein. Dürfte Mäuse anlocken. Locken. So. Was hier nicht alles gibt. Hallo, kannst du den mal nehmen? Danke. Ach stimmt, ich wollte mir neue Rüstungen bauen. Wo sind sie denn? Ach da. Und mal die Dusche probieren. Duschtest. Oh, Dusche aus.
Wahnsinn. Läuft ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine halbvolle Dusche bisher. Und es läuft. Es läuft weiter rein. Gut, dann ja, würde ich mal sagen, wir sehen jetzt beim nächsten Mal wieder. Die Falle mache ich dann beim nächsten Mal. Und wünsche euch dann einen wunderschönen Tag noch. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.